Hello and welcome back zu einer neuen Folge Animal Crossing New Horizons. I'm sorry, in der letzten Folge gab's Komplikationen. Irgendwie hat in den letzten paar Minuten mein Aufnahmeprogramm ist abgeschmiert und ich konnte die letzte Folge noch retten. Ich hatte das eigentlich aufgenommen gehabt, aber ich habe mich umgezogen. Ich habe mein Inventar geleert, dass wir jetzt zur Meileninsel fahren können. Und I'm so sorry, dass es jetzt keine Verabschiedung gab in der letzten Folge. Ich hoffe, das ist nicht allzu tragisch. Ja, in der letzten Folge haben wir uns umgezogen. Wir haben Meilen bekommen. Und wir gucken mal, ob wir einen coolen Bewohner bekommen. Genug Meilen einlösen. Das ist übrigens ein Schlabberpulli-Kleid, falls es irgendjemand interessiert hat. Das habe ich von einer Bewohnerin bekommen. Und ja, ich hätte das alles in der letzten Folge auch gesagt, aber das hat niemand gehört, weil mein Aufnahmeprogramm abgeschmiert ist. Ah, Mann. So belastend. I'm so sorry. Das tut mir jetzt voll leid. Aber nicht so schlimm, nicht so tragisch. Wir machen munter weiter. Huch, so. Wir haben alles, was wir brauchen. Und gehen jetzt zu einer Meileninsel. Hello, Bodo. Hey, 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 hey. Willkommen an der Lode der Lüfte. Ich möchte fliegen. Meilenticket nutzen. Ja. Ich meinte irgendwo gelesen zu haben, wenn man neue Häuser baut, dass man neue Bewohner einziehen lassen kann. Die man auf der Insel trifft. Und ich hoffe, dass es jetzt auch so der Fall ist. Wenn nicht, weiß ich auch nicht, wie wir neue Bewohner bekommen. Aber Tom Nook sagt ja, wir sollten Bewohner holen und ja. Ja, ich pack's ein. Oh, wir haben Blumen! Andere Blumen! Und ich habe jemanden gesehen. Haben wir auch solche Blumen? Ich weiß es nicht. Ich nehme sie einfach mal mit. Aber nein, ich will nicht so einen Bewohner. Ich will keinen Nasenbär heißen sie, glaube ich. Ich will coole Bewohner. Mann. Wir haben genug Meilen, deswegen. Gehen wir nachher nochmal auf eine Insel. Ja, wir können ja trotzdem mal mit dir reden. So. Aber die Blume nehme ich mit. Fischi. Fischi, Fisch. Sehr gut. Und ein Barsch. Nein. Naja, egal. Hallo. Ich muss geschehen, dass ich die Hoffnung schon aufgegeben hatte, hier noch eine Gesellschaft zu treffen. Hilde. Mir war, als habe ich mich auf einer einsamen Insel ausgesetzt. Ich lasse einmal
mein Roman davon. Dann kommst du daher. Welche Einrichtung? Erleichterung, Schnuff. Wie dem auch sein, ich bin Hilde und wie ist dein Name, wenn ich fragen darf? Miri. Angereist von Nagairo, wie reizend. Nun, dann wollen wir hoffen, dass diese Insel unseren Erwartungen gerecht wird. Wir werden ja sehen. Ich will Hilde nicht. Ist das zu heikel? Bin ich zu heikel? Na gut. Dann pflanzen wir uns zu Hause die Blümchen und gehen nochmal auf eine Insel. Ich will Hilde nicht. Nein, nada. So, auf deiner Creme Brûlée. Was kann ich für dich tun? Ich will zurückfliegen. Ja. Und wenn wir einen endlichen Bewohner haben, dann holen wir uns noch unseren Leuchtturm. Ich will den Leuchtturm haben! Ja. So, Entschuldigung. So. Ich weiß übrigens, ich hätte genug Geld für ein Hubert. Hallihallo, Miri. Ich habe ein ganz tolles Gericht über dich gehört. Du willst doch Kairo richtig berühmt machen, damit KK in unserem Konzert gibt, ja? Als ich klein war, dachte ich immer, KK würde für mich ganz singen, aber er singt ja für alle. Es wäre so fein, wenn ich ihn mal treffen könnte. Ich werde ihm ganz arg dolle die Daumen drücken. Oh, ich habe ganz feine Idee. Wenn dann KK hier auftritt, wäre es toll, wenn wir eine Kuschelecke hätten. Stell dir nur vor, ein Konzert ist doch anstrengend. Dann bräuchten wir ein Bettchen, an dem wir die Füße hochlegen können. Da kann man ein Nickerchen halten oder etwas Google-Hupf essen, während man KK lauscht. Ich habe sogar etwas, was unsere Kuscheldecke beisteuern könnte. Hier, nimm. Die Retro-Zapfsäule ist doch total fein, oder? Macht sich bestimmt überall auf der Insel gut. Miu! Was? Ja, danke, Hubert. Ich pflanze die nachher noch ein bisschen schöner ein. Aber für den Moment reicht das. So. Legen wir das kurz in Lager. Das auch. I'm sorry, aber wenn sie ein bisschen... Ich bin einfach zu heikel. Ich bin einfach zu heikel, was Dorfbewohner angeht. Ich will einfach coole Bewohner. Und verschieden. Okay, sie war sehr jemand anders, aber ich will trotzdem coole Bewohner. Meilen einlösen. Jaha. Ich hätte gerne noch meinen Ticket. Jaha. Jaha. Ne, das machen wir nachher. Nachher nehmen wir uns alle Zeit, die wir brauchen und holen uns noch ein paar... Wie sagt man, holen wir nachher noch ein paar... Ding. Gott, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Bastelanleitungen bei den Nookmeilen. Hi.
So, hey, 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 willkommen an Bord der Lüfte. Wie kann ich behilflich sein? Ich möchte fliegen. Ich würde gerne ein Meilenticket verwenden. Ja. Ja. Ich habe alles, was ich brauche, bei mir. Deswegen können wir gerne abheben. Bam, bam. Oh, ich mag das Kleid. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich mag das Pullover-Kleid. Ich sehe schon, ich gebe heute viel Geld aus. Oder viel Meilen. Ich will keinen pinken Affen. Oh mein Gott. Ja, ich bin zu heikel. I'm sorry. Aber wie gesagt, ich will coole Bewohner auf meiner Insel. Es könnte von mir aus schon ein Nasenbär sein, aber wenn ich will keinen lila Nasenbär auf meiner Insel. Vielleicht ein Frosch oder ein Schaf oder ich würde auch noch mal ein Bärchen nehmen wie Hubert, aber ich will keinen pinken Gorilla haben. I'm sorry, aber nein. Ich gebe gerade alle meine Meilen aus, ich weiß, aber nee. Oder ganz etwas anderes. Ich will nur keinen Nasenbär oder einen Affen. Nein. Nein. Ich will ein Meilenticket. Wir hüpfen heute von Meileninsel zu Meileninsel, aber ich gebe meine ganzen Meilen heute aus für wenn jetzt nochmal ein schrecklichen Charakter wird, dann fische ich einfach, damit wir wieder Meilen bekommen. Fällen Bäume, holen einfach unsere Ressourcen. Dass wir irgendwie etwas Sinnvolles tun. Von mir aus könnte es auch ein Bambi sein oder einfach einen niedlichen Charakter, der auf unsere Insel passt. Sogar Eckhart passt irgendwo auf unserer Insel. Aber ich will keinen pinken Affen haben. Das will ich nicht. Ich habe mich langsam, ich habe gestern eine Nacht drüber geschlafen und Eckhart ist doch vielleicht gar nicht so schlimm. Ich meine, jetzt wo ich den pinken Affen gesehen habe. So, jetzt bitte aber einen coolen Charakter. Hier spricht Dodo. Ich trinke mal kurz was und hoffentlich, dass wir Glück haben. Please, Animal Crossing Gott. Ja. Oh mein Gott, ja! Du bist cool! Hi! Moin, kennen wir uns noch nicht? Ich bin Bella. Dachte, ich mache einen Kurztrip. Keine Ahnung, was hier so geht. Nicht so viel, glaube ich, irgendwie. Ein bisschen relaxen ist ja auch nicht so ganz verkehrt, wenn man nicht übertreibt damit. Wedel, hau rein, man sieht sich. Du kommst auf meine Insel, ich will dich haben. Auf so auf einer Insel rumzueiern, die man nicht kennt, ist ja ganz nett.
Aber hier ist es schon gar arg ruhig. Eine Insel, auf der richtig was richtig geht, hätte ich Bock drauf. Da würde ich sogar hinziehen, Wedel. Sieh auf meine Insel! Du fackelst nicht lange rum, was? Sicher hast du meine Gesellschaft. Sicher, dass du meine Gesellschaft willst. Wo bist du überhaupt her? Wo bist du überhaupt her? Hey, Akairo, habe ich schon davon gehört. Wenn ich da nichts durcheinander bringe. Schlecht ist es über die Insel sicher nicht die Ohren zu. Schlecht ist es mir über die Insel nicht zu Ohren gekommen. Aber warum nicht mal antesten? Kann doch nichts schief gehen, wenn du da bist, um mich die Partyszene einführen zu. Um mich in die Partyszene einzuführen. Wedel, ich verlasse mich auf dich. Ja, ich sehe schon, läuft. Heiliges Butterblümchen, da macht man einen Kurztrip und zack, Leben am Ebenen umgekrempelt. Umgekrempelt. Tja, dann habe ich wohl Papierkram zu erledigen, wenn muss ich dafür eigentlich anhören? Ah, Tom Nook heißen die Pappnasen, ist notiert. Dann wird die Sache ins Rollen kommen. Bin schon gut wie auf Akairo, Wedel. Ja, Mann, du bist richtig cool, Bella. Ups. Ja, Mann. Das ist doch mal ein cooler Charakter. Ist zwar jetzt auch ein bisschen pink, aber es ist besser als die zwei vorhin. Hat sich gelohnt, nochmal auf eine Meileninsel zu gehen. Ja, wir haben jetzt Bella auf unserer Insel. Ich will angeln. Was ist das für ein doofer Fisch? So. Kacke. Oh mein Gott, ja, ich bin zufrieden. Sie passt super in unsere Insel. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wir haben nur Sportskanonen und Party, die Party machen auf unserer Insel. Kacke! Heute läuft's nicht mit den Fischen. So, jetzt aber. Eine Karausche! Ja, Mann, ich bin super happy. Ah! Ich freue mich echt von Sekunde zu Sekunde mehr auf den Umzug nach Akairo. Ah! Wenn die Leute dort nur halb so cool sind wie du, rockt die Insel 100 pro. Wedel! Ey, die Leute da sind super cool. Wir haben da Eckhart und Kalor, wir haben Uta, wir haben Pinky, wir haben Hubert. Und jetzt haben wir dich, dann auch noch auf unserer Insel. Ah, ja. Ja, ein Guppi. Super, denn ich einen echten Guppi-Gruppi. Also heute ist mein Lesen on point, würde ich sagen. Nicht. Bella kommt auf unsere Insel. Ja! Zur Freude hacke ich mal gerade einen Baum ab. So. Ich muss noch zwei Fische fangen. Ich freue mich gerade ein bisschen. Ich glaube, das merkt man, oder?
Sehr gut, der Kleine hat angebissen, so wie ich wollte. Ah, Kacke! Und natürlich verkacke ich es dann. Ah! Also heute war reines Inselgehüpfe, habe ich das Gefühl. Aber hat sich gelohnt, wir haben Bella auf unserer Insel. Ja, oder wie kommt, willkommen Bella auf unsere Insel. Geil. Ne, Bella? Ja. Ah. Wieso will keiner der Fische anbeißen? Ah. Fischi! Ja, Bella! Guckst du mir zu, wie ich angel? Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Ich probier's mal mit dem. Ups. Kaiserschnapper! Wow. Seh nix. Oh mein Gott, es freut mich jetzt mega, dass wir Bella auf unsere Insel bekommen. Ja! I'm sorry. Ich freue mich gerade nur. Ein Sonnenbarsch. Ja. So, Meilen, Meilen, Meilen. Sehr gut. So, was haben wir sonst noch hier auf unserer Meilen-App? Bastel Sachen. Stoße Felsen an. Und einmal wieder Top-Ankauf. Gestern hatte ich auch schon diese Aufgabe mit dem Top-Ankauf. Das lohnt sich einfach mega. Nur so ein kleiner Tipp von mir. Das zu machen. Das mit dem Top-Ankauf verdient ihr voll viel Geld. Eigentlich gar nichts zu tun. Ah, wie bekommt Bella? I'm sorry. Sehr gut. So, und theoretisch können wir jetzt wieder nach Hause. Wir haben Bella. Ich würde gern zurückfliegen. Ich will zurückfliegen. Ja. Los geht's. Yes, wir haben Bella, wir haben Bella, wir haben Bella, 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 wuhu! Ich glaube, Bella und Susi werden sich super verstehen, weil das beide auch so Party-Leute sind. Und steht jetzt an diesem Haus verkauft an Bella? I hope. Ja! Hier entsteht das neue Haus von Bella. Ah! Ja! I'm sorry. Ich freue mich gerade. Was ist denn der Top-Ankauf heute? Let me see. Lilientürkranz. Das gar nicht mal so schwer herzustellen, oder?
Ach, Kacke. Wir können noch kurz Eugen den Goofy bringen. Den Rest verkaufen wir. Und oh mein Gott, wir bekommen Bella! Ich weiß, es ist ein bisschen aber ich will was stiften. Fabelhaft. Ich möchte gerne den Goofy stiften. Das ist doch ein Goofy. Ich könnte. Ja, mach. Famos, das sowas lässt man sich nicht zweimal sagen. Ach, die Goofy. Sind Guppies nicht einfach reizend? Form, die Farbe, ihre Flossen sind einfach jedem Exemplar anders. Oh ja, sie wissen, wie man aussehen erregt. Ob sie wohl ein schönes Wettbewerb abhalten und ob sie mich wohl als Juroren einladen würden? Natürlich. Nö, das passt. Danke. Vielleicht gucke ich offscreen noch auf ein paar Inseln, weil ich eh noch ein paar Ressourcen brauche. Und dann könnt ihr euch überraschen lassen, was wir neu für neue Bewohner haben. Und so, aber das gucken wir einfach alles mal. Also heute auf keinen Fall mehr. Ich gucke, dass ich ich hab's vergessen. Das da. Und das Ei brauche ich nicht. Sterne ist voll, ist okay. So, und damit würde ich sagen, das wäre es mit der heutigen Folge Animal Crossing New Horizons. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ja, würde ich euch noch einen ganzen schönen Tag wünschen. Und ja, bye!